Bullseye. Wir haben eine neue Mail. Wir gehen die Mail checken. Ich glaube, unter mir ist ein Ad-Zeichen. Eine, da, guck mal. Ich bin so glücklich mit meinem neuen Haustier, mit dem aus ihrem Tierheim. Die Katze erfüllt alle meine Erwartungen, was mich sehr glücklich macht. Bitte nehmen Sie dieses Geschenk von 636 Pfotens als Zeichen meiner Dankbarkeit. Viele Grüße, Damian Müller. Ja, bitte. Oh Gott, wir könnten Mitarbeiter einstellen. Oh Gott, ich bin überfordert. Nur ein bisschen. Achso, Baumodus können wir noch nicht. Okay, wir brauchen Tiere. Den können wir nicht. Wir hätten Rosi. Wir hätten Monet. Was bist du denn? Ein Butterkartoffel? Huso? Was? Achso, ich dachte, das heißt Pumpkin? Schon wieder Bu? Nala? Ivy? Und Silky? 3, 2, 1, 6, 8. Was? Kartoffel und Ivy? Wo ist denn Ivy gewesen hier? Also, wollte ich grab. Das ist das, die Meme-Katze. Okay. Wie nennen wir Kartoffel? Kartoffel muss zum Tierarzt, das kriegen wir hin. Potato. Kartoffel? Kartoffel ist auch okay. Jetzt habe ich aber... Sollen wir Ivy jetzt Kartoffel nennen? Das hätten wir Potato und Kartoffel. Ivy hat sie nur verlaufen. Ja, aber macht ja nichts. Ich musste... Ja, aber vorhin war das alles anders, als wir die Katze dann hatten. Da stand dann plötzlich, dass keiner weiß, wo Case herkommt. Beruhig dich draußen, ich komme gleich. Wie süß. Ivy sieht nicht aus wie ein heimatloses Tier. Es scheint, als hätte er sich nur verlaufen. Ivy sollte ins Tierheim gebracht werden, falls seine Besitzer anrufen. Also, wie nennen wir Ivy? Und lassen wir ihn Ivy? Can you show me Ivy? Nee, Ivy. Ich hol kurz. Überlegt euch einen Namen für Ivy. Ich hol kurz die Katze ab. Kartoffel? Okay. Okay. Hallöchen. Potato ist vollkommen gesund. Wir müssen da vielleicht gleich erstmal einen Mob kaufen. Ich komme gleich zu dir. Oder hast du irgendwas dringend? Hunger und Durst. Warte, ich fülle dir kurz die Sachen auf. Wir müssen kurz noch eine andere Katze, ich muss kurz einen Wischmob kaufen, tatsächlich. Ja, komm gleich wieder. Dass diese Türen aber auch da gegen mein Bein fallen. Das ist ein Besen. Ist das ein Mob? Bist du ein Mob? Besen. Haben wir vielleicht einen Mob, bevor ich jetzt einen Mob kaufe? Haben wir vielleicht einen? Irgendwo stehen oder so? Nö. Okay. Wir kaufen einen Mob. Ja, das haben wir, Luki. Das haben wir. Hygiene. Besen. Mob. Essen haben wir gerade noch. Keks. Wasserkanister. Wasserschüssel und Futterschüssel haben wir überall drin. Ich glaube, Arznei brauchen wir gerade noch nicht, ne? Ein Katzenklo bräuchten wir zweimal für jeden Dings, ne? Für jeden... Boah, und ein Kratzbaum. Wir starten jetzt die Käfige aus erstmal. Katzenstreu auch. Ah, thank you. Machen wir erstmal zwei, wir gucken mal, wie weit das reicht. Deko brauchen wir jetzt vielleicht noch nicht direkt. Eine Leine brauchen wir auch nicht unbedingt. 410. Okay. Shoutout an Casey. Casey hat das alles mehr als finanziert. Wollte ich nur mal gesagt haben. Hallo Amazon. Nimm alles.
schmeißen den gleich weg. So eine Ordnung hier haben, wa? Von diesem Schild, wir haben uns doch gerade hier. Hier sind auch schon wieder Riesenräder. Das sind. Müssen Riesenräder in einem. Simulationsspiel stehen? Muss das so? So. Ja. Ja. Perfekt. Gut, dann können wir den hier abstellen einfach? Wir versuchen mal den Mob hier abzustellen. Dann steht er hier in der Nähe. So, wir machen die mal nicht zu nah an die andere Katze, ne? Dass die ein bisschen Privacy hat. Vor allem nicht zu nah geht, aber halt, weil hier Tür ist. Das ein bisschen. Obwohl, wenn wir die Schüssel vielleicht hier drüben hinstellen? Pass auf, wir machen das so. Stellen wir das Katzenklo nämlich da drüben hin. Den Futternapf. Wie kann ich den drehen? Da. Ja, da unten steht Q und E zum Drehen. Das habe ich definitiv gesehen. So. Einmal auffüllen. Genau. Die Luki will auch Ruhe dabei, ne? Also warum dann nicht auch die Katze, ne? Hallo. Entschuldigung, bleibst du bitte hier drin? Och Mann, ich hab dir gerade ein Katzenklo besorgt. Och Potato. Gut. So, Futter kommt hier hin. Wasser machen wir hier auch dahin. Füllen wir auch gleich nochmal auf. Dann machen wir gleich erstmal das Lulu weg und dann gucken wir mal, ob Ivy noch da ist. Da rein. Ah, und die Kratzbäume. Oh Gott, ich habe die Kratzbäume vergessen. Aber ich glaube, wir müssen erst den Dreck wegmoppen. Wieso schreit er mich an? Entschuldigung, wo schreist denn so? So, wir mobben. Ja, ich muss aber auch zwischendurch arbeiten. Wir können nicht nur den ganzen Tag Katzen streicheln. Ein Tierheim ist viel Arbeit, ne? Vielleicht brauchen wir eine Mitarbeiterin. So, hier kommt ein Kratzbaum hin. Kann man das machen? Ne, hochheben. Du liegst ungünstig. So, dein Kratzbaum kommt dahin. So. Ja. Oh Gott, guck mal, der hat schon 4.500. Du brauchst eine Bespaßung, ne? Wir machen eine kurze Laserspielung. Und dann gucken wir mal, was sonst was an Katzis da ist. Oh, benutzt die Kratzbaum? Oh, Vorsicht. Pass auf. Ha? Seht ihr, wie sie den Kratzbaum nicht benutzt hat? Niu. 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 Okay, ich dachte, vielleicht funktioniert das, ja? So, gleich hat sie voll Spaß. Gut. So. Ein Streichli ist wichtig, ne? Ja, ja, ins Gesicht, ja, ja, feini. Bei 5000 könnten wir die direkt wieder vermitteln, glaube ich, ne? Dann vielleicht nicht zu viel scheicheln. Okay, ist immer noch kein gesund, perfekt. Verschmusgurte, Koordination, voller Bauch. Okay. Den Laser mal wieder hinten, ja, wobei, den können wir behalten. Was mit dem Laser? Den Laser hat man gerade genutzt. Falls du da schmeinst. Deswegen waren wir da, deswegen haben wir gerade Krauli gemacht, weil die gerade gelasert hat. So.
Ne, nicht im Tierheim. Hier. So, ist Ivy noch da? Da ist Ivy. Wir hätten auch noch Boo, Toffee, Toffee, Monet, Bonnie, Lou, oh Gott, Sleepy, Rosie und Bonnie. Wir nehmen jetzt erstmal Ivy. Wir wollten vorhin schon Ivy nehmen, weil Ivy ist gleich weg. Ivy hat sich verlaufen. Also, ich meine, Kartoffel. Die Katze will mehr Laser? Nein. Die war voll Spaß. Okay, wir haben jetzt aktuell keinen Platz mehr. Deswegen können wir auch nicht mehr holen, weil unsere Käfige nicht größer sind. Hallo Kartoffel. Guck mal, ich habe ein cooles Zuhause für dich. Hier, bitteschön. Ja, ja, erstmal. Okay, ich lasse dich erstmal essen und trinken, ne? Mach du erstmal Chili. Denkst du immer noch an den Tag zurück, an dem der Humor mit dir Laser gespielt hat? Guck mal, guck mal. Miau, miau. Miau, miau. Miau. Aber nicht gegen den Käfig laufen. Ja. Halte E. Also. Ja. Feini, ja. Ah, guck mal, bei dem vierten Herz ist so ein Anzeigenzeichen. Das heißt, ab dem vierten Herz könnten wir die schon vermitteln. Ja. So. Kartoffel. Hi. Musst du einen Kacki machen? Ist die böse? Heißt das gelbe Ding sie, dass sie böse ist? Guck mal, willst du spielen? Ne, du bist ein Kacki, ne? Ja. Müssen wir die sauber machen? Hallo? Kann zweimal von der Katze verwendet werden. Guck mal, hallo? Ich weiß halt nicht, ob wir sauber machen müssen oder ob wir einfach nur Streu rausnehmen müssen dann. Ah, also, oder ne. Okay, die hat keinen Bock auf den Laser, ne? Voll. Okay, ich sehe aber auch nichts. Also, dass wir den hochheben können. Ich vermute mal, das passt schon so. Okay. Kartoffel ist ein bisschen merkwürdig, bin ich ehrlich. Die möchte einen Keks. Ist das nicht dieser Keks, den wir hätten kaufen können? Kommt noch irgendwas, da war irgendwas zu essen. Hallo. Essen. Keks. Also ob Katzen Kekse essen können. Sitzen, liegen, tot spielen. Katzen mögen vielleicht keine Kekse, aber Hunde. Aber da ist ein Keks in der Gedanken. Naja. Okay, sollen wir ein Potato... Ich weiß, wir wollen Potato nicht loswerden, aber sollen wir mal gucken, ob ah, nee, wir müssen erst ein Bild machen vorher vom Potato auf jeden Fall, ne? Ohne Bild können wir keine Anzeige machen. Also können wir, glaube ich, schon, aber wollen wir nicht. Bevor wir uns zu sehr an die Katze gewöhnen. Hallo. Ja. Guck mal. Entschuldigung. Ja. Räuber. Tierische Unruhestifter. Nicht jeden Tag, jedes Tier mag Kinder, aber diese lieben sie wirklich sehr. Genau, wie Menschen Tiere lieben es, einen vollen Bauch zu haben. Die das nicht auch? Ja. Gute Kondition und verschmust. Hm, okay. So scheinen nämlich beide an, ich bin mir nicht sicher. So, wir scannen mal das Bild vom Potato ein, ja? wo ist es? Da. Scannen. So.
Das Bild von Potato. Eine traurige Geschichte. Potato wurde ausgesetzt. Seine früheren Besitzer ließen ihn in einem leeren Haus zurück und kehrten nie wieder zurück. Oh Gott. Ohne die Nachbarn wäre Potato irgendwann verdurstet oder verhungert. Jeder verdient eine zweite Chance. Oder sicherlich würde Potato den Menschen wieder vertrauen. Oh Gott. Okay, kann man machen. Wieso sind die Geschichten alle so traurig? Wer möchte Potato? Also wir haben keine Hunde aktuell, ja? Also können wir mal alles mit Hunden erstmal ablehnen. Wir haben uns auch nicht gerade darauf ausgelegt, jetzt demnächst uns Hunde zuzulegen, ne? Möchte irgendjemand Potato, also speziell Potato haben? Du möchtest auch, sag mal. Verpiss dich. Mark Schneider möchte Potato. Möchte kein dummes, räuberisches oder kauendes Tier. Also, gute Koordination, ruhiges Haustier und ausgefallene Natur, diese wird schnell alle Sorger verjagen. Okay. Bin Mark Schneider, die Anzeige zu Hause, bin ein großer Tierliebhaber. Ich schlafe gerne, also möchte ich, dass das Haustier ruhig ist. Okay. Ich bin in sozialen Medien aktiv, also muss das Haustier lustig sein. Dumme Tiere sind lustig, aber schwer zu erziehen. Das möchte ich nicht. Ich mag keine problematischen Tiere. Weiß ich nicht. Ja, wir können ja das mit dem Mitarbeiterding vielleicht machen. Adam Lange. Also wenn wir hier das hier machen. Schicke einen Mitarbeiter zur Kontrolle. Vielleicht kommt der dann vorbei oder so. Ich weiß es nicht. Müssen wir nochmal gucken. Vielleicht ist er nur schlecht übersetzt oder so. Also möchte ich, dass das Haus hier ruhig ist. Glückliches Zuhause wäre ideal für meine Familie. Was ein glückliches Haus hier. Also darf es nicht schüchtern sein. Kein Vielfraß. Wer der hier? Der Adam? Wieso, weil er ein Punk ist? Wo steht das? Ah, da! Habe ich das überlesen? Anscheinend. Okay, dann machen wir den weg. Maika Scholz. Ich mag keinen Lärm. Ich liebe Tiere, aber ich möchte nicht ständig damit beschäftigt sein, Nahrung für sie zu kaufen. Kein Vielfraß. Wenn das Haus hier... Okay, die ist eigentlich relativ... Gute Koordination. Sehr geselliger Begleiter. Die ist relativ... Simpel. Makler, sag mal. Martha Fuchs war die nicht bei der... Bei der anderen Katze schon? Aufgrund meiner Arbeit kann es passieren, dass ich nicht genug Zeit habe, mit meinem Tier spazieren zu gehen. Weniger... Weiß ich nicht, Bro. Weiß ich nicht, ne? Der heißt auch Lange. Vielleicht liegt es am Nachnamen. Ich glaube, wir probieren es mal mit Maika Scholz. Wir laden die mal ein. Also vielleicht, weiß ich nicht. Wir machen mal das hier. Mal gucken, was passiert. Die Person lebt in einem großen Haus, in dem es sicher nicht an Platz mangelt. In diesem Haus gibt es keine Hunde, keine Katzen. Das wäre eine Einzelkatze. Achtung, Kinder im Haus, hier sollte auf die Eigenschaft des Tieres geachtet werden. Hat aber kein Problem mit. Dieser Mensch hat viel Freizeit, was gut ist. Das Haus hat keinen Garten. Aber hatten wir hier auch nicht. Das war Potato. Ganz okay. Ich glaube, das ist in Ordnung. Aber wir können ihn nur vermitteln, ne? Ja. Vielleicht kommt das noch oder so? Ist die schon da? Nee. Oh Gott, da ist der Bus. Beep. Potato, dein Taxi ist da. Ah, okay. Deswegen war das. Okay. I got you. Tschüss, Potato. War schön mit dir. Auch wenn es nicht lang war. Tschüss. Damn. Guck mal einer an, wa?
Aber ich glaube, das mit den Mitarbeitern vorbeischicken sollten wir schon machen. Ich glaube, das ist schon sinnvoll. Gerade um sowas wie den Zeitfaktor oder so zu sehen, ne? Ich glaube, das ist schon durchaus sinnvoll. So. Das ist sauber. Wasser und Katzenfutter ist noch drin. Dann gucken wir nochmal zu Katzhoffe. Was ist denn mit dir los? Du bist ein bisschen schwer zu begeistern, oder? Ach, jetzt magst du Laserpointer spielen. Vorhin wolltest du die ganze Zeit nicht, ja? Ich glaube, Katzhoffe braucht einfach ein bisschen. Essen habe ich gerade gesehen, ja. Also, ich meine, hat jetzt nicht Hunger oder so, aber. Was passiert, wenn der gelbe Balken voll ist? Ist sie dann müde oder haben wir es dann durchgezogen? Ah, dann kriegen wir so einen Boost. Okay. Ja, du bist auch ein Feind, ne? Ja. Dir geht's medizinisch gut? Perfekt. Sehr schön. So. Hier kriegst du einmal Futter nachgefüllt. Einmal Wasser nachgefüllt. Hält aber ziemlich lang tatsächlich der Kanister und das Futter, ne? Also wirklich lange eigentlich. Ich dachte, das wäre potenziell schlimmer. Wir haben schon wieder eine E-Mail. Ach, wahrscheinlich von der Ollen, ne? Wie hieß die jetzt? Martha? Nee. Machen wir gleich. Wir gucken mal kurz das Feedback zu Potato und dann gucken wir mal, ob wir Kartoffeln auch noch loswerden. Ich schreibe Ihnen, um ein paar Informationen mit Zuschauern einer kürzlich von Ihnen adoptierten Tieres zu geben. Potato bringt viel Leben in uns aus. Potato bringt uns ständig zum Lachen und ein Blick von ihm genügt, um uns glücklich zu machen. Oh, so süß. Dank Ihnen sind wir in der Lage, all diese Gefühle zu erleben. Sie wissen gar nicht, wie sehr Sie unser Leben verbessert haben. Als Dankeschön nehmen Sie bitte diese Spende von 776 Dollars an. Wir wünschen Ihnen das Allerbeste, Maike Scholz. Oh. So, wir gucken mal ganz kurz. Gibt es irgendwas, was wir kaufen können, sollten, wollten oder so? Eigentlich nicht, ne? Da brauchen wir 3 Sterne für. Wir haben ja noch nicht mal 2. Dekoartikel sind ein bisschen so lala, das können wir fürs Büro machen, aber ansonsten ist ein bisschen, ne? Wir könnten theoretisch einen Mitarbeiter einstellen. Rein hypothetisch. Okay. Okay, kriegen wir. So. Wir haben die Kamera dabei? Yes. Hallo, Katzhoffel. Das ist ein bisschen nah. Hallo. Pss, 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 pss. Machen wir so. Das ist gut. Authentisch beim Putzen, weil das ist ja eine saubere Katze, ne? Einfach Pfeifett. Einfach Pfeifett. So, wir scannen das Bild. Tiere im Tierheim. Kartoffel. Wir haben ein Bild von Kartoffel beim Putzen. Bitteschön. Sieh dir das Haus hier an. Süß, nicht wahr? Sein Name ist Kartoffel. Du weißt es vielleicht nicht, aber unser Freund wurde als obdachloses Tier geboren. Vorhin wurde es noch irgendwo gefunden und hat einen Besitzer. Hat mein Mauszeiger hier Stick Drift? Nee. Trotz seines harten Lebens, Kartoffel ist wirklich freundlich. Sicherlich wird Kartoffel ein guter Freund für jemanden werden. Lass dieses Tier nicht in der Obdachlosigkeit. Gib ihm ein Zuhause voller wahrer Liebe. Jawohl. So, haben wir hier mehr Hundeleute? Nee. Wir warten natürlich jetzt nochmal drauf, ob vielleicht wer Kartoffel direkt haben will. Martin Hartmann. Wobei, weiß ich nicht. Unruhe stiftet nicht jedes Tier mag Kinder. Achtung, Kinder im Haus. Brauchen Menschen mit viel Zeit. Okay. Das wäre witzig. Olga Beck. Nee. Jonathan Lange.
Mein Name ist Jonathan Lange. Ich bin interessiert an Katze. Ich habe Kinder, also müsste das Kinder mögen. Ja, ich liebe Tiere, aber ich möchte nicht ständig auf meinem Schiff kein Vielfraß. Ja. Also der Mensch muss viel Zeit haben, soll aber auch kein Problem sein, dass er ein Unruhestifter ist, ne? Wir schicken mal einen Kontrolleur vorbei. Hat viel Zeit. Kein Garten. Okay, hier gibt es schon Katzen. Das ist, glaube ich, mit dem Unruhestifter aber schlecht, ne? Wahrscheinlich. Ich glaube, das wäre es besser, wenn das eine Einzelkatze wäre. Glaube ich. Was denn bei ihr? Wohlerzogenes, artiges Haustier. Ich glaube, wir müssen Barbara ablehnen. I'm sorry to disappoint you. Olga Böhm. Okay, ja, Kinder. Okay. Kein lautes Tier. Ja, laut ist nicht. Ist nur ein bisschen unruhestifterisch vielleicht. Kann natürlich sein, dass es nur mit diesem Engels-Icon kollidiert quasi, ne? Aber wenig. Ja, okay. Wenig Zeit ist schlecht. Christoph Krüger, Patricia Köhler. Wenig Ausscheidungsbedarf. Ich meine, es sind Kinder da, aber wenn sie nicht viel da ist, ist schon ein bisschen schwierig, ne? Bin ich ehrlich. Der ist auch weniger. Dann gucken wir trotzdem mal, oder? Annabeck, ah, da kommt noch wer rein. Diese Eigenschaft mit jeden Vierbein ist einem echten Helden. Mutig. Ist jetzt nicht mutig. Aber wir können mal gucken, ob die viel Zeit hat. Sonst wäre das eine Möglichkeit zumindest. Auch nicht viel Zeit. Okidoki. Viel Spaß, viel Erfolg. Wir investieren hier natürlich ein bisschen Geld, aber wir wollen natürlich auch, dass der Katze gut geht, ne? Deswegen machen wir das natürlich gerne. Ja, versteht sich. Hat viel Zeit. Keine Katze im Haus, Hunde im Haus. Weiß ich nicht. Weiß ich halt wirklich nicht. Unruhestifter ist vielleicht mit Schlafen schlecht, ne? Sollen wir doch ihn nehmen am Ende? Aber es sind halt auch Katzen im Haus. Ha. Was denn mit den random Leuten hier? Kein Unruhe. Okay, dann können wir die schon mal ablehnen. Martin Schmidt. Nee. Michael Lange. Wenig Ausscheidungsbedarf heißt wieder, er hat wenig Zeit wahrscheinlich. Same mit Emily Huber. Martha Beck Treu, gute Koordination. Gucken wir mal. Okay, jetzt haben wir schon die nächsten zwei Namen. Okay. Ich gebe mein Bestes. Hat viel Zeit. Okay. Hat aber Katzen. Weiß ich nicht. Wir versuchen es jetzt trotzdem, auch wenn die Katzen hat. Dann sehen wir vielleicht mal, ob das ein bisschen kollidiert oder nicht. Aber gefühlt, alle, die viel Zeit haben, haben aber auch schon Katzen oder Hunde. Kartoffel! It's time! Ja, doch gleich. Digga. Beruhig dich. Viel Spaß. Tschüss. Ja.
Ah, der hat keine Kinder, ne? Theoretisch wäre es natürlich doch besser gewesen, wenn die Person Kinder gehabt hätte.